Moin zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Vorige Folge haben wir angefangen, diese komischen Ruinen hier so ein bisschen durchzuforsten. Und wir haben ein paar Problemchen gehabt, wie zum Beispiel ist irgendwie mein verlorenes Gut. Wartet, ich hab's gleich. Ein paar Problemchen gehabt, denn ist es ja für mich so gesehen das erste Mal. Wieso habe ich ihn jetzt auf einmal wieder... Ja, ist auch egal. Das erste Mal richtig Dark Souls spielen. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, ich sterbe mehr. Wenn jetzt einer sagt, Junge, du bist doch schon verdammt oft gestorben. Keine Ahnung, ich kenne es nur von Eclipse, das Spiel. Wo Leute gefühlt alle Nasen lang umkommen. So, und da vorne, da steht einer. Da oben auch. Der wirft mich immer hier mit der Dingens ab. Aber wir werden jetzt, genau, einfach warten, bis er wirft. Dann durchgehen. Und dann kriegt der hier auch für Mütze. Die zwei. So. Vorsichtig. So. 112 nur. Ich glaube, ich mache mit dem Kurzschwert weniger Schaden als mit meinem Banditenmesser. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute es. So, wo ist denn jetzt der Typ? Da oben, ne? Mach mal Platz. Ich muss hier hoch. Hä? Doch nicht? Oh, eine Kiste! Schwarze Feuerbombe 5. Und was unterscheidet die schwarze Feuerbombe von einer normalen Feuerbombe? Ach ja, mir ist auch noch was aufgefallen. So. Ich weiß jetzt, wie man zweihändig trägt. Da ist jemand langgelaufen. Warte mal. Wo ist er hin? Hä? Ach, das ist so ein Toter. Okay. Entspannung. Hallo? So nicht. Warte mal, ich wollte mal... Wo war das? Genau. Nee, doch nicht. Keine Ahnung, man kann ja irgendwie parieren. Ich hab's vergessen. So, das heißt, ich kann jetzt tatsächlich hier auch auf die Streitaxt wechseln. Ja, ich weiß, dass ich die nur zweihändig tragen kann. Das machen wir jetzt auch. Ich kann nur einen Schlag damit machen. Ja, mal gucken, ob ich die One-Hitte. Die da hinten. Komm ich da? Ja, komm ich hin. Oha! Übel brutal. Aua. Ja, one hit. Nice. Nice, das heißt, ich one-shotte die jetzt. Das ist gut. Gut. Dann schauen wir mal. Wo können wir denn jetzt lang? Also da bin ich hoch. Da drüben? Nein. Ah, da sieht es doch nicht schlecht aus. Ich finde das lustig mit dem Fernrohr. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich finde es ein lustiges Gimmick. Deswegen. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gut, dass ich es ausgesucht habe. So. Also, was ist hier? Vor dir Scharfschütze. Wo? Wo? Oh! Der hat mich erschrocken. Vor dir Scharfschütze. Ist der hier oben? Yo. Ah, das war ein nützlicher Tipp. Sehr gut. So, aber die zwei kriege ich in keinem niemals mit der Axt hin. Ich würde mal sagen, ich wechsle wieder aufs Banditenmesser. Das hat bisher sich am meisten bewährt. So, und das könnte ich sogar auch. Aha. Sind die dann stärker, wenn man die mit zwei Händen ausführt, die Angriffe? Mist. Ja, okay, man kann sie auch von vorne umholzen. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Komm mal hier hoch, bitte. Komm, beweg dich. So. Einmal dahinter. Ja, 176. 76.
76. Jetzt, come on. Komm mal da raus hier. Ja, ist ja gut. Also ich bin ein bisschen besser gegenüber denen als letzte Folge. Letzte Folge habe ich ein paar Mal gegen die verkackt. Also gegen das Zweierteam da oben. Wo ist, wie komme ich denn da zu der Kiste? Hier rein? Oha! Gut, dass ich den Anwesenschlüssel gekauft habe. Aber in dem Anwesen ist nur Müll. Außer vielleicht in dieser Kiste hier? Warum ist da eine Kette dran? Goldharz. Wofür ist denn Goldharz? Moment. Blitz hinzu? Benutzen? Oha! Wie lange ist das jetzt? Ich hoffe lange. Aber das ist ja dann genauso, wobei das wird ja wahrscheinlich von abgeguckt haben. Outward. In Outward heißt das Blitzwarnisch. Nicht den Blutfleck. Ich will die Nachricht lesen. Achtung, Nahkampf. Schnell weg hier. Einmal wechseln. Das war richtig frech. So. What the fuck? Vor dir rollen. Ich weiß, dass da eine Rolle kam. Also jetzt. Hätte ich vorher lesen sollen. Generalschlüssel. Okay. Ah, es ist aus. Okay, das heißt, es hält so circa eine Minute, würde ich sagen. Wo komme ich denn hier hin? Und wie kann ich... Ich bräuchte eine Fackel. Ich hoffe, es gibt in diesem Spiel Fackeln. Also, die man selber benutzen kann. Jetzt nicht die an der Wand. Wo komme ich denn hier hin? Es geht ja richtig tief runter. Wer ist das denn? Oh, der hält ja unheimlich viel. Okay, der macht mich One-Hit. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ja gut, dann gehen wir mal nochmal dahin. Starten wir mit ihm hier. In gewohnter Manier. Hey, ich will... Aus irgendeinem Grund mache ich weniger Schaden. Vielleicht brauche ich für den Dude unten den Goldharz. Das könnte sein. Weil der Goldharz, da habe ich ja bei den einen Dudes auf einmal richtig Schaden rausgeknüppelt, ne? So. Dann wollen wir mal. Ja, ja, wirf den mal. Hey, wieso kommt der denn jetzt schon hier runter? Warte! Hallo! Er hält's aber auch mal gut hier. Ach du Kacke. So. Ganz schön frech. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Lässt sich von dieser Seite... Ja, okay, guck mal. War ja sowieso egal. So, wo waren denn jetzt... Warte mal, hier war das Anwesen... Nee, doch nicht. Alter! Alter! Wo bin ich hier? Irgendwann komme ich besser in die Steuerung rein und dann lasse ich mich auch nicht mehr von sowas überraschen. Ah, das war... von sowas überraschen. Das war diese andere Hütte. Mensch. Okay, da sind die drei. Nächster.
Nächster. Au! Junge! Frechheit. Meine Herren, aber ich bin wenigstens nicht der Einzige, der hier stirbt. Da vorne seht ihr die ganzen... Oh, voilà. Seht ihr die ganzen anderen, die hier gestorben sind? So. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Und zwar, wenn man langsam dahin geht. Wenn er mich hier drauf lässt. Toll. Ei, 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 ei. Okay, der ist runtergefallen. Und der fällt auch runter. Jetzt komme ich nicht mehr an den Loot da unten. Na egal. Es wird auch nicht wirklich was Wichtiges gewesen sein. Woher bekomme ich eigentlich immer die Menschlichkeit? Ich passe jetzt nicht wirklich auf. Ich kill ja die Viecher, die hier so rumlaufen und wegfleddern. Irgendwoher muss er ja kommen. Kriegt man irgendwie random manchmal Menschlichkeit? Komm, komm ran. Woher bist du auch alleine gekommen? Na, sehr schön. Schneller, schneller. Los, hier. Komm. Sehr gut. Nummer 1 ist erledigt. Jetzt brauche ich Nummer 2. Der war hier vorne. Der braucht ein bisschen länger, bis er hier ist. Das ist aber nicht so schlimm. Ich könnte ja mal... Und zwar... Blöde Fliege. Warte. Nee, dann will ich das hier hin machen müssen. Genau, hier kann ich Wurfmesser zum Beispiel hinmachen. Und dann könnte ich so ein Messer werfen. Interessant. Gut, einmal vorbei bitte. Sehr schön. Den haben wir. So, diesmal lasse ich mich hier nicht so auf der Treppe. Oh ja! Wegsnacken. Ich mach das schon vorher. Warte. Eben kurz eine Estus Flask. Nein, nein, nein! Ich wollte das nicht! Mann! Jetzt habe ich nicht mehr viele Flask, aber es ist nicht schlimm. Ich plane den Typen unten. Ich muss einfach noch eine nehmen. Merke ich gerade. Ich habe gar keine Flask, aber das ist nicht schlimm. Ich plane den Typen unten kaputt zu machen, irgendwie. Irgendwie schaffe ich das. Oder ich hole mir meine Seelen zurück und setze mich an so ein Lagerfeuer. Und werde erstmal nochmal wieder ein bisschen geschickter. Weiß ich nicht. Also erstmal muss ich runter. So, hier ist das noch nicht. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, warte. Da, ich nehme jetzt mal so eine Brandbombe. So. Nein, ich wollte... Shit! Was denn? Das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Sehr gut. So. Der ist schnell. Der kriegt gar keinen Schaden. Lauf. Ah, ich muss doch einen hoch. Ich wollte meine Seele nur haben. Komm gleich wieder, ehrlich. Oh. Ich höre den immer noch. Wie lange läuft der mir denn hinterher? Ah, jetzt hört er auf. Sehr gut. Puh. So. Ich vermute, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass da gleich ein neues Leuchtfeuer kommen könnte. Rastfeuer oder... Wie heißt es denn? Er ist jetzt aber nicht hochgegangen, oder? Ne, er ist runtergegangen. Sehr gut. Habe ich hier vielleicht irgendwas? Auch nicht, okay. Was bedeutet das mit dem Unheil immer?
Ich höre doch was. Vor der Geheimfahrt. Aber wie? Was für ein Geheimfahrt? Pass auf, Charmeur. Da oben? Keine Ahnung. Okay. Wir gehen mal durch den Nebel. Und hoffen, dass hier irgendwo ein Lagerfeuer ist. Da ist nochmal Nebel. Ey, der ballert! Was ist da denn los? Gleich halt. So. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist das, du Penner? Oh. So. Tja. Schießen ist wohl nicht deine Stärke. Keine Angst. Ich kann das auch nicht. So, nu? Gelobt sei die Sonne. Ja. Gelobt sei die Sonne. Ich glaube, das nehme ich auch. Ich muss ja immer in ein... warte mal, PC-Einstellungen. Nee, warte mal. Wo war das denn? Ich muss ja immer ein Thumbnail auch machen. Und dafür muss ich dann einmal leider mitten in der Folge sowas hier machen. Tut mir leid dafür, aber mir fällt nichts Besseres ein, als das so zu machen. So, hat... Kann ich auch speichern eigentlich? Nö. Kann ich nicht. Weil laden geht ja, aber laden ist ja dann immer nur der letzte Spielstand oder so. Gut, zwei Menschlichkeit, krass. Kann man nicht auch irgendwie schnell runter, die Leiter? Irgendwie so runterfleddern? Naja, gehen wir mal hier weiter. Da vorne können wir wieder durch den Nebel. Oder auch nicht. Das ist meine... Noch eine Brandbombe. Ich werf dich mit Bomben ab. Shit. Krass. Das funktioniert gut. Okay, ich darf nicht mehr getroffen werden. Hat nicht gut geklappt, wenn ich getroffen werden. Aber ich habe viel Schaden mit meinen Bomben gemacht. Ehrlich, also ich finde, das war okay. So, dann brauche ich jetzt eine andere, ein anderes Item da auf dem Slot. Warte mal. Nehmen wir mal... Nicht die schwarze. Hier, die Wurfmesser. Gut, das heißt, altbekannt, ne? Wir kennen's. Hier, unsere typischen Kollegen Schmalspur... Ich dachte, ich falle jetzt da hinten runter. Ach, Nachricht lesen. Ich dachte schon, da wäre irgendein Item. So. Die gehören immer zum Start. Ich müsste, glaube ich, mal im besten Falle noch ein bisschen stärker werden, ne? Wieso sind denn jetzt auf einmal so viele hier? Ach, scheiße. Ah, ja. Ja. Und auf ein neues. Mann, das nervt. Nur ein bisschen anstrengen hier. Ne, hier, ihn hier. Geh mit deinem blöden Schild weg, Mann. So. Den da jetzt.
So. Mittlerweile kann ich den Tritt auch sogar. Also ich weiß jetzt ein bisschen besser, wie man ihn macht. Ich habe das passende Movement. Heißt aber nicht, dass ich gut bin. Ich bin eigentlich ziemlich scheiße. So, jetzt kommt der da wieder von der Seite. Das bin ich doof. So, jetzt rennen wir hier so ein bisschen im Kreis. Schnappen uns das verlorene Gut. Und gehen einmal kurz hier dahin, wo es nicht mehr so doof ist. So. Ich wollte ein Messer werfen. Verdammt nochmal. Meine Seelen sind voll. Nee, da sind meine Seelen. Okay. Ich müsste schneller werden einfach. Kann man irgendwie Geschwindigkeit skillen? Ist das mit Geschick? Uiuiui, vorsichtig. Plündern? Oh, ein Rundschild. Oder ist bestimmt schlechter als mein Zielschild. So. Gut. Die haben wir. Dann holen wir jetzt das verlorene Gut von vorne. Ne? So, das brauche ich. Ja, klar. So. Jetzt kann ich auf einmal aber noch weiter werfen. Wie mache ich das denn jetzt? So, der eine ist tot, das ist gut. Effekt. So. Schwerer Teil geschafft. Weiter geht's. Zwei von denen sind von mir. Und ich habe mich nochmal lustig drüber gemacht, wenn Leute gestorben sind irgendwo an so blöden Stellen. Hehe. Jetzt gehöre ich zum Club. So, aber irgendwie muss ich ja nochmal rausfinden, hoppala, wie man in die Statistiken oder so kommt. Mittlerweile hatte ich ja durchs Neugucken oder durchs Gucken meiner ersten... Das wollte ich nicht! Mann! Ich will dich... Ja klar, flatter noch mehr mit. Oh, scheiße. Oh man, Estus. So. Kollege. Jetzt kriegst du ein paar auf die Mütze. So. Durchs Gucken da meiner eigenen ersten Folge gesehen, dass ich überguckt hatte oder nicht aufgepasst habe, als mir gezeigt wurde, wie ich eine Waffe in beiden Händen führen kann. Mit der Taste F. Sehr gut. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen im Flow drin. Also mein Plan für oben, ich hoffe, das geht, ist... Da, wo dieser komische Dämon war, hole ich mir nur mein verlorenes Gut wieder. Verkrümmel mich einmal kurz. Warte mal, der hier kommt da als erstes. Verkrümmel mich einmal kurz. Gehe mit meinen Seelen mich ein bisschen verbessern. Und gehe dann auf diesen Dingensdämon. Aber ich brauche mal mehr TP. Ich habe ja super wenig Leben. Das heißt, ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Vitalität. Und das wird Zeit. Ich konnte so wenigstens aussprechen. So, jetzt muss ich mal kurz hinter dich. Mist, war noch nicht hinter dir. Jetzt aber. Sehr gut. So. Jetzt muss ich dich noch einmal kurz hier ranholen, bitte. Ups. So, der nächste kommt auch schon. Sehr gut. So gefällt mir das. Also, mit den 2000, fast 2000 Seelen, die ich jetzt habe, und den 3000 oder so, die oben beim Boss liegen müssten, sollten wir doch gut was skillen können, ne? Warum auch immer der da am Rollen ist. Wir holen jetzt hier durch.
So, wo ist mein verlorenes Gut? Ist das vielleicht da oben? Da sind ja die beiden Dudes, ne? Weil ich habe nicht mehr so viele Bomben. Mein Problem. Moment. Also 5 schwarze Feuerbomben hätte ich noch. Aber wo ist denn jetzt... Sind die weg? Gänzlich? Moment, die Wurfmesser machen Schaden bei dem? Nein, ne? Ja komm, dann probieren wir das einfach mit... Wo ist es? Das? Und wenn er rankommt, dann hole ich mir hier so ein Goldharz und mach das damit. Mann, wofür hat man's, ne? Also, nehme ich die jetzt schon? Ja, ne? So. Und dann brauchen wir noch... Ich kann da noch mehr hinpacken. Oh, krass. Ja, dann. Oha, das wusste ich gar nicht. Dann starten wir damit. Aber warum sind meine Seelen nicht hier? Müssten die hier nicht eigentlich rumliegen? Hä? Ich will da lang. Und zwar kann ich jetzt einfach hier durch. Ist das Messer! 44, das lohnt sich gar nicht. Warte mal. Lass mich mal hinter dich. Oh! Das habe ich gesehen. Nein! Ah, oh, hat noch geklappt. Sehr gut. Jetzt muss ich die Bombe ein bisschen aufbewahren. Was ist das? Eieiei. Warte. Das schaffen wir schon. Mann, mach ich gut Schaden. So ein Dreck. Dabei lief's gerade gar nicht schlecht. Wie viel kosten nochmal die Bomben bei dem Händler? Moment. Nein, den da. Dankeschön. So, dankeschön. Jetzt brauche ich da unten einen. Ach, Mann, ey. So. Wann kriege ich wohl mal... Ich glaube, ich kriege meine Seelen dann gar nicht mehr wieder. Pech gehabt. So, kannst du mal eben hier rauskommen? Genau du. Lass dir Zeit, ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, in dieser Folge schaffen wir nichts. Also wirklich gar nichts. So gefühlt gar nichts. Jetzt aber. So. Weg mit dir, Blödmann. So, jetzt müssen wir nochmal eben bei dir das hier so machen. Sehr schön. So, machen wir kurz hier lang. Ich hoffe, für 500 kriege ich schon Bomben. Ich weiß, dass du hier hinter bist. Ah, oh Mann, ey. Ich wusste es und werde trotzdem getroffen. Warte, der war da vorne. Hier, um die Ecke war er. So. Oh, there you are. Ja. Still keeping your marbles all together? Then go ahead. Don't be a nitwit. Never hurts your nerves when your days are numbered. So. Reparatur. Nein, nein. Brandbombe. 50. Das heißt, ich kann 11 kaufen. Nice. Mit denen kriege ich das Ding oben kaputt.
Kein Thema. Danke dir. So. Jetzt können wir hin. Jetzt können wir hin. Der hat ja Loot. Was hat er denn? Höhlenkriegerhelm. Ja, das hatten wir schon mal. Die sind nicht so gut. So. Ey, blöd. So, Feuerbombe 1. Feuerbombe 2, 3, 4. Junge. Komm ran. Ne, 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 ne. So, und jetzt rennen wir hier durch. Ai, ai, ai. Und weiter. Wir haben mittlerweile schon Erfahrung hier. Mit dem Bereich hier. Hör auf mit dem blöden Schild, Mann. Wo war der denn? Hier war doch noch einer. Ach da. Hä? Sehr gut. Vor allem, das ist immer richtig gut, wie der auch schön die Wände mitschnetzelt, damit das Messer auch schön stumpf wird. So, Jungs. Ich muss erstmal hier hin. Wir sehen uns gleich wieder. Nein! Die können ja klettern! Eieiei. So, erledigt. Ich will den plündern, Mann. Eine Brandbombe. Sehr gut. Nochmal plündern? Ja, okay, das kennen wir schon. Wo kann man den Kack eigentlich verkaufen? Ich meine, davon haben wir jetzt wie viele? Weiß es nicht, wir haben eine Menge. Ich hoffe, man kann die irgendwann verkaufen. So, weg damit. Der hat kein Loot. Ist gut. Komm ran. Ja, hier hoch. So. Nächster bitte. Genau du. Dankeschön. Höhlensoldatenhelm. Oha. Den können wir uns mal eben angucken. Der ist da stärker, da stärker, da schwächer. So, habe ich hier die Brandbombe schon drin? Nein, dann da. Jetzt haben wir's. So. Guck mal, ich habe deinen Kollegen mitgeschliffen. Jetzt kommt der nächste. So, letzter. Du bist der Letzte. Komm ran. Sehr gut. Jetzt können wir den Taurus-Dämon machen. Come on. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den, als ich gespielt habe, getroffen habe. Muss ich hier durch? Nein, ich muss auch noch ganz oben. Ach, warte mal, hier gehe ich. Entschuldigung. Meine Seele. Warum konnte ich die ersten nicht zurückholen? Verstehe ich nicht. So. Richtig gut. Der trifft mich noch, wenn ich hier die... Wenn ich hier die Leiter hochkomme. So. Jetzt brauchen wir die Brandbomben. Sehr gut. Und ab dafür. Jetzt kriegt der Taurus einen aufs Maul. Wünscht mir Glück. Die hat mich schon eine Menge Seelen gekostet.
Der kommt hier von oben, ne? Da kommt er. So. Jetzt springt er. Warte. Ist die Bombe. Die Bombe. Nein! Ich glaub's nicht! Zweite Mal jetzt. Okay. Das heißt, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich krieg das bestimmt nächste Folge hin, aber wir haben es jetzt hier schon 35. Folgen sind im Normalfall eine halbe lang. Das heißt, hier machen wir Cut. Gucken wir nächste Folge, ob wir das hinkriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis.